Ein Klavier klingt so. Eine Geige so. Und eine Flöte. Das hängt von ihrem Talent und auch etwas vom Instrument ab. Dieses Klavier zum Beispiel könnte von Beethoven stammen und klingt sicher wundervoll. Doch darauf spielen kann man nicht. Es könnte kaputt gehen. Wie spielt man also ein Instrument, ohne es zu berühren? Stefan und sein Team vom Pariser Musikmuseum haben das herausgefunden. Nein, nein, das ist kein Labor der Kriminaltechnik. Hier gibt's kein Verbrechen. Also keine Leichen, die obduziert werden müssen. Nur alte Instrumente, besondere Klaviere, ungewöhnliche Flöten, Gitarren aus einer anderen Zeit. Aber warum sollte man ein Instrument zum Klingen bringen, das noch nie jemand gehört hat? Weil es eine fundamentale Bedeutung in der Musikgeschichte hatte. Das ist bei Klavieren von Beethoven der Fall, die man nachgebaut hat, und gilt auch für die Vihuela. Hunderte Partituren bezeugen es. Die Vihuela war der musikalische Star Spaniens im 15. und 16. Jahrhundert, bevor sie von der Gitarre verdrängt wurde. Wenn das Instrument 500 Jahre später wieder erklingt, lebt ein Stück unbekannter Geschichte auf. Wir wollen Möglichkeiten entwickeln, um diese Instrumente zu erforschen. Weder invasiv noch destruktiv, denn wir haben es mit historischen Werken zu tun. Dank dieser Techniken wollen wir versuchen, diese Instrumente kennenzulernen und zu verstehen, wie und warum sie gebaut wurden. Der letzte Schritt ist die Herstellung eines neuen Instruments, Faksimile genannt. Das bedeutet, mach es gleich, was anmaßend ist, denn das ist unmöglich. Es sind Original und Kopie, es gibt immer einen Unterschied. Okay, ein Versuch war's wert. Zunächst einmal werden also alle Informationen über die alte Vihuela gesammelt. Der Resonanzboden ist aus Tannen, also Nadelholz, gefertigt. Ich messe mal den Abstand zwischen den Ringen dieser Tanne. Der letzte stammt aus dem Jahr 1492. Wenn man die Vihuela unter UV-Licht betrachtet, entdeckt man auf dem Pergament sogar Buchstaben. Ist das ein Geheimcode? Das Pergament dient dazu, die Klebeverbindungen zwischen den verschiedenen Teilen zu fixieren. Heute können wir diese Worte entziffern und gehen davon aus, dass es ein theologischer Text ist. Kein Geheimcode also. Dann geht man mit den Informationen zu einem spezialisierten Geigenbauer, der eine Kopie mit identischen Eigenschaften anfertigt. Bis auf ein paar Details. Und dann kann man darauf spielen? Wir wollen sicherstellen, dass das Faksimile den gleichen Klang erzeugt wie das Original, wenn es noch in einem spielbaren Zustand wäre. Um diesen Klang zu erzeugen, verwenden wir das System der akustischen Holographie. Wir platzieren eine Antenne mit 120 Mikrofonen über dem Instrument. Dann versetzen wir es durch einen leichten Schlag in Schwingung. Die Ergebnisse werden verglichen, um sicherzustellen, dass Original und Kopie auf derselben Wellenlänge sind. Die Kopie hat dasselbe Schwingungsverhalten wie das Original. Es müsste also auch den gleichen Klang erzeugen. Die Endkontrolle ist abgeschlossen. Jetzt fehlt nur noch das Publikum aus dem 16. Jahrhundert und ein Musiker, der die Vihuela spielt. Das wird Miguel Henry übernehmen. Wollen Sie das Publikum sein?